Mann, ey, mit Krummel kann man nie grinden. Grubi. Willkommen zurück zu NDA, yo. NDA, deine Lieblingssendung. NDA, dein Lieblingsmoderator ist gleich da. Lars-Erik Paulsen und Andreas Lynch sowieso. High five, Brudi, gib mir deine Flosse. Du bist hier mein Lieblingsgenosse. In Olivengrün, dein Hemd ist so schön. Und alle Fanherzen glühen für diesen Mann, weil er alles gut kann. Fischkarte raten, er weiß einfach alles, Mann. Digga, was geht, Freunde? Lars-Erik Paulsen, Ende ja, Gemeinde. Ja, ja. Köln, Zuschauer. Oh, Chris Pogo, kein Kameramann heute. Gitarre. Geil, ey. Ja, was ist denn drin? Ist schon warm? Ist überhaupt so leer heute im Studio, oder? Schön. So ruhige Musik. Nicht schlecht, habt ihr Bock? Wunderbare Aufwärmen, die neue deutsche Stelle heute in Besetzung. In einer Top-Besetzung. Pogo und Andi Strauß. Yeah, 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 yeah. Geil. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur neuen deutschen Abendunterhaltung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ihr werdet es nicht und zwar auf gar keinen Fall bereuen. Soll ich mal die Akte rausholen? Ja, Lars, ich glaube, wir haben heute wirklich eine pickepackevolle Sendung. Also, sie ist so voll, dass ich heute nicht wie gewohnt auf dem kleinen Schreibtisch sitze, denn da ist schon alles vorbereitet für etwas, was wir später vorhaben. Lars, was haben wir denn heute überhaupt vor? Denn wir haben heute einen absoluten Hochkaräter, einen Topstar hier. Frank Thelen von Die Höhle der Löwen. Geil. Ist heute hier bei uns zu Besuch und wir werden ein kleines Spiel mit ihm spielen, bei dem dann auch unsere großen Bohnen, die größten Bohnen von allen, hier mit am Start sein werden. Also freut euch auf Budi. Wen haben wir da? Simon haben wir, Etienne, Nils. Ach, das sind die vier, ja? Die sind alle heute hier. Und vor allen Dingen, also ich glaube, die werden mal ein paar alte Ideen ausmisten, die irgendwie bei denen seit 10 Jahren auf dem Schreibtisch liegen. Würde mich nicht wundern, wenn sie oben schon den Sender verscherbeln, oder? Man weiß es nicht genau. Weiß ich auch nicht, kannst du nicht beantworten, falls ja, das die Frage war, kann ich dir nicht sagen. Außerdem haben wir einmal einen Unternehmensberater zu uns geholt, weil wir uns ja wirklich gefragt haben, was ist denn hier los bei RBTV? An der einen oder anderen Stelle können wir uns noch verbessern, deswegen haben wir hier später euch quasi noch das Ergebnis zu präsentieren. Außerdem haben wir sehr gute Musik heute. Mhm, Phantasmagoria ist da, sie nennen das Ganze es ist eine Mischung aus Kunst und Hip-Hop, das sie heute präsentieren wird. Es wird auf jeden Fall sehr geil. Wir haben die Dame schon gesehen. Und es wird außergewöhnlich. Sagen wir mal so viel. Jetzt sofort live Hashtag NDA und einen Spruch eurer Wahl auf Twitter posten, ja, damit auch viele, viele Leute mitbekommen, was hier überhaupt los ist. Nächste Woche haben wir ja eine ganz besondere Sendung auch noch geplant. Ja, nächste Woche großes Live-Escape-Game-Special. Wir beide sind eingesperrt, eine Stunde lang, und haben Zeit, innerhalb von NDA uns zu befreien, müssen verschiedene Aufgaben lösen. Wir selbst wissen nichts, ja, wir wissen nicht genau, was uns erwartet, nur dass es spektakulär wird und es hieß, wir haben einen sehr großen Gast, den wir uns aber auch erst freispielen müssen. Also sehr tricky, ich bin gespannt, ob wir das schaffen tatsächlich. Einmalig in der Fernsehgeschichte. Ich würde sagen, Jo-Kaiser, das wird eine geile Sendung. Auf ne? jeden Fall. Oh. Hallo, ich hier, ich, Lars, Andreas, ja. Hier jetzt, hört mal zu. Ja, wir hören. Also, jetzt denken die tatsächlich über eine Minderheitsregierung nach. Lernen wir nichts aus Fehlern? Minderheiten in der Regierung? Hat doch mit Philipp Rösler schon nicht geklappt. Ich hab doch immer zwei. Achso, zwei. Ja, pass auf. Zwei? Bei Oliver Kahn wurde eingebrochen. Diebe haben den Safe aus seiner Villa geklaut. Schade, dann wird er wohl dieses Mal nicht Tresorhüter des Jahres. Für mich ist die Sache besiegt. Zu Nummer. Gunnar? War auch noch da draußen, also was ist denn da los? Also unfassbar. Irgendwann müssen wir das doch mal irgendwie ausstellen hier. Das wir auch jedes Mal wieder aufmachen, das Fenster, ne? Aber ja, es bleibt die Hoffnung irgendwie, dass er sich gebessert hat. Ja, weil wir eigentlich gewöhnt sind, dass an diesem Fenster viel schönere Sachen, positivere Sachen erscheinen. Zum Beispiel ihr könnt natürlich jederzeit auf YouTube oder auf Twitch schreiben und dann seid ihr hier mitten im Studio. Guckt euch die Nummer an hier. Geil. Die Westerwelle gehört auch einer Minderheit an. Das ist tatsächlich auch dein Vorschlag gewesen. Stimmt, Philipp Brandt, ja. Haben wir alles abgeklappert.
Ich würde sagen, wir haben heute noch so viel vor. Wir haben wirklich, wie Andreas Links selten schon mal gesagt hat, eine pickepacke volle Sendung heute. Deswegen will ich jetzt erstmal noch mal ganz kurz entspannt durchschnaufen und mir die Hausband anhören. Kurz in die Werbung gehen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und danach sind wir hier zurück zum großen Finale von NDA, das erst 2 Minuten läuft. Bis dann. Error 404. Dieses Lied wurde nicht gefunden. Error 404. Dieses Lied wurde nicht gefunden. Error 404. Dieses Lied wurde nicht gefunden. Trotzdem läuft es jetzt schon fast 12 Sekunden. Wie kann das sein? Es geht in meinen Kopf nicht raus. Da hätte ein. Jetzt ist das Lied da, vorhin war's noch nicht da. Wir hatten Error 404 und jetzt ist das Lied doch plötzlich hier. Es ist wunderschön und es klingt nach Reggae. Und ich packe es mir in ein Baggy und dann geh ich auf den Spielplatz und verkaufe es, weil man mich den Song verkaufen lässt. Oh. 8 Mark für dieses Lied, wow, das ist krass, glaub mir. Baby, der Song ist super hot und du bist es im Gegensatz not auf hot gerannt. Andi und Pogo, der neuen deutschen Schelle heute unterwegs. Wunderbar, vielen Dank für diese musikalische Unterstützung der neuen deutschen Abendunterhaltung, zu dieser ich euch jetzt recht herzlich zurück begrüßen möchte. Wir haben ja schon so ein bisschen Fahrt aufgenommen, der Chat ist die ganze Zeit mit am Start, Twitter rastet aus, Andreas. Ich glaube, es ist Zeit. Wir werden jetzt alle so ein bisschen zu Teletubbies, kann man quasi sagen. Bist du bereit? Die Teletubbies, fand ich sehr schön. Ja, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ach so. Wegen so einem schönen Wortspiel. Weißt du, du kriegst mich immer wieder. Ja. Aber ich bin bereit. Und ich hoffe, dass auch er bereit ist. Und wir sind sehr froh, ihn heute hier begrüßen zu können. Einer der Stars von Die Höhle der Löwen. Heute in Die Höhle der Bohnen. Dazu kommen wir gleich. Jetzt erstmal herzlich willkommen, Frank Thelen. Hallo, herzlich willkommen. Hi. Hallo, ist Frank okay? Absolut. Wunderbar, dann möchte ich dich bitten, mal da vorne zu Andreas zu gehen. Hallo, ins Bällebad. Andreas, ich komm schön, dass du da bist. Gerne in die Mitte, ja. Herzlich willkommen. Es gibt auch eine Bank da hinten. Da müsste so irgendwo versteckt ist. Das ist so ein bisschen anderes Setting. Ja, ne? Das ist ja so ein bisschen. Du konntest ja schon mal so ein bisschen warm werden hier, ne? Alles eine Bank, sehr gut. So ein bisschen hast du dich ja schon mal umgucken können hier bei Rocket Beans. Ja. Aber ja, gefällt es dir denn so weit bisher hier? Ja, ist doch schön, so ein Bällebad mit euch beiden hier. Oder? So ein Traum, was oder? Was gibt es Netteres? Ich muss mal kurz mein Ohr fixieren, du kannst doch mal hier weiterreden. Ja, erzähl mal, es war sehr, sehr schön, dass du da bist heute. Jetzt hast du ja erst eigentlich so vor ein paar Wochen so richtig von uns erfahren, kann man ja so sagen. Ne? Ja. Hast dich so ein bisschen mit Rocket Beans TV beschäftigt. Hau mal raus. Jeden Tag, 2 Stunden. Ehrlich. Genau. Was ist so dein Eindruck hier? Was ist das hier für ein Affenzirkus, den wir machen? Also, hier ist es leicht anders als bei den anderen Fernsehsendern. Ihr seid wirklich auch Startup, aber sehr eindrucksvoll. Eine Menge Leute arbeiten hier, produzieren Sachen. Ihr habt sehr viel Follower. Sehr eindrucksvoll und von daher freue ich mich, heute Abend hier zu sein und mal zu sehen, wie ihr die Show so rockt. Guck mal, das ist doch schon mal kein schlechter Beginn. Für die Leute, ich denke, dass viele Zuschauer von uns auch deine Show sehen, aber kannst du noch mal ganz kurz und knackig verraten, was ist die Höhle der Löwen, was macht man da, was passiert da? Die Höhle der Löwen, dort präsentieren Startups, also Gründer, ihre Idee, ihr Produkt. Und dort gibt es dann 5 Investoren, von denen ich einer bin. Wir hören uns das an, dann stellen wir Fragen, wenn wir Dinge nicht begriffen haben oder nachhaken wollen und Details haben wollen. Die erklärt der Gründer dann. Und dann müssen wir uns relativ schnell entscheiden, ob wir unser eigenes Geld dort investieren oder ob wir sagen, no deal, mache ich nicht mit. Und um da schon so mal ein bisschen in dieses Behind the Scenes quasi reinzugehen, also nehmen wir mal an, du investierst jetzt in eine Firma, was passiert danach konkret?
Danach konkret starten wir die sogenannte Due Diligence. Mhm. Das heißt, wir gucken uns das Unternehmen genau an, gucken, ist das, was er gesagt hat oder die Gründer richtig, weil manchmal erzählen die auch ein bisschen Mist. Ach was. Selten, aber manchmal passiert das. Und dann sagt man, du hast ja noch gar nicht 2 Millionen Umsatz, sondern nur 100.000. Oder es ist einfach eine Technologie, ist nicht da. Gut, ja. Also die übertreiben manchmal auch nicht, manchmal ist alles korrekt. Das gucken wir uns an, wenn das alles so stimmt, wie das präsentiert ist. Und die Gründer verstehen, wie wir als Investoren ticken und das passt. Dann machen wir den Deal, dann gehen wir zum Notar, dann überweisen wir das Geld und dann geht die Arbeit erst richtig los. Und du hast gerade schon angesprochen, es platzen ja durchaus auch einige Deals dann nach der Sendung. Gibt es da noch weitere Gründe, also dass man sich dann auch mal menschlich nicht versteht oder ist das eher zweitrangig? Aber es war bisher glücklicherweise bei mir noch kein mangelnder Fall, das sage ich jetzt aus menschlichen Gründen. Aber es gibt schon nicht immer nur auch die Parameter, die präsentiert. Ich hatte zum Beispiel einen Fall, wir als Investoren haben zum Beispiel das Recht zu sagen, wenn wir das Unternehmen aufgebaut haben, 10 Jahre lang, dann dürfen wir irgendwann unsere Anteile verkaufen. Mhm. Der Gründer mit. Und hat er gesagt, nee, ich will das Unternehmen für immer behalten. Dann habe ich gesagt, okay, das ist schlecht, dass du in die Höhle der Löwen aufgetreten bist, weil es eine Investorenshow und ein Investor will das Unternehmen auch gerne etwas langfristiger, zumindest wir, mit dir aufbauen. Aber irgendwann müssen wir unsere Anteile verkaufen und darüber sind wir uns nicht einig geworden. Dann wollte er keinen Ehevertrag unterschreiben und so weiter. Dann haben wir gesagt, okay, du bist nicht so ganz Venture Capital kompatibel und mach doch dein Produkt lieber dann so wie jetzt weiter. Ich möchte mal die Urmutter der Fragen an Investoren stellen. Wir sehen gerade bei Höhle der Löwen gibt es manchmal Typen, die haben eine coole Idee, aber so eine Pitch-Situation ist natürlich auch was Spezielles. Dann ist es auch eine Fernsehsituation, Kameras, Investoren, es geht um richtig viel. Und man hat manchmal sehr geile Ideen, die dann aber vielleicht ein bisschen holprig präsentiert werden. Manchmal hast du sehr coole Typen, wo du aber nicht ganz hinter der Idee steckst. Investierst du eher in Personen oder eher in Ideen? Tatsächlich. Also hast du vielleicht lieber Leute, wo du sagst, okay, das ist ein cooler Businessman, mit dem kann ich gut zusammenarbeiten, oder sagst du, ja, aber die Idee ist eigentlich geiler. Also bei mir steht der Gründer, bestenfalls sogar die Gründer, die sich ergänzen. Also einer macht Softwareentwicklung, einer Design, einer Marketing, einer Finanzen. Die Gründer stehen im Fokus. Die Idee muss aber auch passen. Und wenn ich sehe, dass Gründer und Idee zusammenpassen, dann investiere ich. Andere Löwen haben, glaube ich, vielleicht einen stärkeren Fokus auf das Produkt, weil sie das dann vermarkten wollen. Bei mir ist es so, wirklich der Gründer, das Gründungsteam steht im Fokus und wenn es da Klick macht, dann schaue ich, kriegen wir die Idee auch zusammen. Ja, sorry, ich wollte einen kleinen Themensprung machen, weil wir kurz vor der Sendung diesen einen kleinen Einspieler gesehen haben, mit dir auf dem Skateboard. Und damit das jetzt nicht so für Leute, die es nicht wissen, dass du was mit Skateboard zu tun hast, nicht so total weird einfach rüberkommt, kannst du erklären, was du mit Skaten am Hut hast und was du auch mit einer der größten Halfpipes Europas zu tun hattest? Ja, ich habe im Grunde genommen meine Jugend mit dem Skaten verbracht, war auch sehr, sehr schlecht in der Schule und habe immer gedacht, als Blödsinn, Skateboarding ist das Wahre, ja. Und bin dann halt genau überall gefahren, sehr viel Street, noch mehr Miniramp und dann noch irgendwann ein bisschen Halfpipe. Und dann haben wir in der Rheinaue, komme aus dem Rheinland, haben wir in der Rheinaue selber als Skateboarding-Team mit dem Bagger und mit unseren eigenen Händen, ich glaube damals, die größte Skateboard-Halfpipe Europas gebaut und sind die dann auch ordentlich gerippt und das war eine ganz coole Zeit. Also quasi das Hobby mit zum Beruf dann gezogen und was daraus gemacht. Jemand, der auch professionell Dinge beleuchtet, um das mal ganz kurz hier zu unterbrechen, nicht abzubrechen, aber zu unterbrechen. wir möchten dir gerne jemanden vorstellen, den wir hier zu Besuch hatten. Einen ganz entscheidenden Unternehmensberater in Deutschland. Wahrscheinlich hast du noch nicht von Frank Betzinger gehört aus Reutlingen. Das ist ein ganz spannender Unternehmensberater, der uns hier mal, weil wir merken eben, okay, das läuft zwar alles in die richtige Richtung, aber manchmal fehlen dann doch die Klicks an der einen oder anderen Stelle. Ja, man kann nicht dauerhaft Zahlen fälschen. Ne? Irgendwann kommt man halt nicht mehr hinterher. Ne? Richtig. Frank Betzinger, hilf uns. Und deswegen ist er aus Reutlingen hergekommen. Und wir schauen mal ganz kurz an, welche Tipps er da so für uns hatte. Und danach spielen wir hier ein ganz spannendes Spiel. Also seid gespannt. Das Internet ist nicht nur eine der beliebtesten Webseiten der Welt, sondern auch eine digitale Plattform, auf der man sich informieren, miteinander spielen und nützliche Informationen beziehen kann. Jeder liebt das sogenannte Netz. Das haben auch die Macher von Rocket Beans TV aus Hamburg erkannt. Sie gründeten vor 2 Jahren den ersten deutschen Internetsender. Doch es läuft nicht alles rund bei den Rocket Beans. Hinter den Videos und Inhalten steckt zwar viel Liebe und Qualität, doch oft bleiben die sogenannten Klickzahlen unter den Erwartungen und Anforderungen.
Mein Name ist Frank Betzinger. Ich bin Absolvent der Volkshochschule Reitlingen, eine der führenden Schulen im Raum Neckaralb, und ich bin seit einem Jahr selbstständiger Unternehmensberater. Ich bin heute hier in Hamburg, um den sogenannten Bohnen zu helfen. Ein verzweifelter Mitarbeiter hat mich angerufen. Andreas Linksch ist Moderator und Redakteur bei den Rocket Beans. Und er weiß einfach nicht mehr weiter. Ich bin zuversichtlich, dass ich ihm helfen kann. Hast du vielleicht so einen Öffner? Gleich in unserem ersten Gespräch wollte ich ihm meine Ideen vorstellen. Zu meinem Erschrecken musste ich feststellen, dass die Probleme wohl doch etwas größer sind als gedacht, denn Andreas roch streng nach Alkohol. Ja, Andreas, vielen Dank für die Einladung. Mich freut es wirklich, hier zu sein. Direkte erste Frage: Was glaubst du, warum sich eigentlich eure Sachen bei Rocket Beans nicht so klicken wie ja, Dagi B oder Simon Dessio oder so? Naja, wir haben sehr viele qualitativ wirklich hochwertige Shows, aber die Leute klicken halt lieber irgendwelche Pranks oder Roomtouren oder so Unboxing-Videos. Ah. Unboxing-Videos. Das finde ich richtig geil. Das erste Gespräch mit dem offenbar ziemlich gestressten Redakteur war aufschlussreich. Hier bei Rocket Beans TV wird sich offensichtlich gewährt, die Möglichkeiten des Internets auch wirklich zu nutzen. Zudem möchte ich hinzufügen, dass der zuständige Redakteur Andreas Linksch auf mich einen doch recht inkompetenten Eindruck gemacht hat. Doch ich habe einen Plan. Zunächst gilt es für Rocket Beans TV, die Möglichkeiten des Internets wirklich zu nutzen. Dafür habe ich ein paar einfache, aber effektive Ideen. Den ersten Ansatz sehe ich bei Let's Plays. Eines der beliebtesten Genres auf YouTube sind sogenannte Let's Plays. Auch bei RBTV werden viele solcher Let's Plays produziert. Das ist gut, doch das kostet Geld und eine Menge Manpower. Um Kosten und Arbeitskräfte zu sparen, ist meine erste Idee so einfach wie genial. Bei Let's Plays einfach das Ingame-Bild weglassen. Ich glaube, die Zuschauer wollen nicht nur mich sehen, sondern auch was vom Spiel. Ja, das könnte man meinen, aber ich glaube, genau da liegt der Fehler begraben, Wirt. Die Leute wollen den Let's Player sehen. Die wollen sehen, wie du Erfahrungen sammelst. Wenn sie das Spiel dann kaufen wollen, gut, dann machen wir doppelt Gewinn, weil dann müssen sie es über unsere Affiliate-Links bestellen. Zack, wir kassieren ab. Puh, ich bin mir da nicht so sicher, Mann. Wow, ich habe hier eine Pfanne. Und ich hüpfe immer hoch. Ein weiteres großes Thema auf YouTube ist das sogenannte Clickbaiting. Ein einfacher Trick, um Neugier und somit die Lust aufs Klicken zu wecken. So werden zum Beispiel besonders reißerische Titel verwendet oder die sogenannten Thumbnails, also Vorschaubilder, haben auffällige Grafiken, wie zum Beispiel rote Kreise oder Emojis, um ein Interesse zu wecken. Hier wird auch offensichtlich viel Potenzial liegen gelassen. Dazu treffe ich den Content Creator und Freund des Hauses Stefan Titzler. Stefan, mal eine Frage bezüglich Clickbait, Thema Clickbait. Du bist ja auch so, ja, Content Creator, kann man sagen. Ja. Du bist ja auch so ein Medienmensch, kennst du ja auch aus. Ich wollte mal fragen, was glaubst du, warum hier sich bei Rocket Beans vehement geweigert wird, sowas wie Clickbait zu benutzen? Ja, weil es scheiße ist. Ich meine, ist halt scheiße. Ja, aber Stefan, weißt du, was wirklich scheiße ist? Keine Klicks haben. Meine Überredungsversuche, Clickbaiting zu betreiben, stießen leider auf Granit. Doch ich habe eine Idee für eine Kompromisslösung. Real-Life-Clickbait. Um die Haltung von RBTV in Bezug auf Clickbait zu respektieren und aber trotzdem diesen einfachen Trick nutzen zu können, habe ich eine geniale Idee. Wir hängen echte Emojis und rote Kreise in die Sets der verschiedenen Sendungen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich befinde mich gerade in einem der Lieblingssets von RBTV bei Moin Moin. Ein Format, das sich ganz gut klickt, aber ich glaube auch hier, da geht mehr. Deswegen habe ich Real-Life Clickbait anfertigen lassen, was man sich ins Set hängen kann, wie man hier zum Beispiel sieht mit einem sehr beliebten Smiley oder auch mit einem roten Kreis, der suggeriert, oh, da ist etwas umkreist, da muss etwas Interessantes passiert sein. Somit ist das Ganze also kein Clickbait mehr, denn die Grafiken, wie wir hier sehen, und zum Beispiel hier, sind ja wirklich im Set vorhanden. Also kein Clickbait, sondern Real-Life-Clickbait.
Eine echte Win-Win-Situation. Mit diesen zwei einfachen Ideen bin ich zuversichtlich, dass die Klicks bald bei RBTV in die Höhe schießen werden. Doch meine Arbeit ist hier noch nicht ganz erledigt. Ein Ass habe ich noch im Ärmel. Kinder. Ich habe mir mal eure Zielgruppe angeschaut und die ist 18 bis 39 Jahre männlich. Da frage ich mich, was ist mit der Zielgruppe 0 bis 17? Was? Die Kinder. Das sind alles nicht genutzte Klicks, ergo Views, die können wir alle abholen. Deswegen habe ich eine Idee. Ich habe meinen Van dabei, ich habe da Süßigkeiten drin und in dem Van ist ein Rocket Beans TV Laptop. Da können die Süßigkeiten essen und Rocket Beans gucken und im besten Fall haben wir neue Zuschauer für Rocket Beans generiert. Ist das was? Rocket Beans TV. Eine tolle Firma mit echten Menschen, die ihre Arbeit lieben. Ich denke, meine Arbeit ist hier nun erledigt und ich bin gespannt, wie sich diese tolle Firma weiterentwickelt. Mit meinen Tipps ist der Grundstein jedenfalls gelegt. Auf dem Bergle steht der Geißle und das Hanni Hanni will er gemerkt. Auf dem Bergle steht der Geißle und das Hanni Hanni will er gemerkt. Da hat's mir eins gehauen und es tut mir so weh. Drum merk ich mein Laptop, kein Wiese Geißle mehr. Vielen Dank, Frank Betzinger. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Donny, fand ich. Habe ich auch kurz gedacht, ja, irgendwie. Aber gut. Nee, aber weder verwandt noch. Nee, irgendwie, aber es ist erstaunlich gewesen. Aber die grauen Haare, ne? Ist sofort. Ja, liegt ja, nicht jeder mit so, wir sind wieder hier zurück. Frank Thelen ist auch noch da. Donny O'Sullivan hat uns hier auch noch begrüßt. Vielen Dank für die Einladung. Brieftasche ist gezückt, ist dabei. Mal gucken, was uns heute so erwartet. Ich habe auch meine Brieftaube dabei. Bin gespannt. Bevor wir hier jetzt gleich zu diesen riesen und entscheidenden Ideen kommen, Frank, kann man schon was zur Zukunft von Die Höhle der Löwen sagen? Wann geht's da weiter? Alles das, was in der Presse steht. Also ich glaube, es sind wieder alle Löwen dabei, also das gleiche Setup. Und normalerweise startet es ja so nach den Sommerferien. Das könnte auch mit der 5. Staffel so sein. Okay, wir sind wahnsinnig gespannt und sind jetzt noch viel gespannter auf die Ideen. Denn jetzt kommen wir zur Rubrik Die Höhle der Bohnen. Und dazu begrüßen wir jetzt den ersten Menschen, der hier etwas zu pitchen hat. Er ist einer der Gesellschafter, so wie anderen Kandidaten auch, dieses Unternehmens und hat deshalb wahrscheinlich sich über Jahre hinweg viel Erfahrung und viele Ideen ansammeln können und jetzt darf er sie präsentieren. Herzlich willkommen, jetzt erstmal Nils Bohmhoff. Jetzt kommt der Bumper. Okay, schön. Hallo. Hi. Hallo Nils. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin ein Riesenfan von Höhle der Möwen und freue mich total, dass ich meine Ideen vorstellen kann. Ja, was hast du denn mitgebracht? Ja, ich habe sehr viele Ideen dabei. Ich habe mehrere Ideen dabei, aber die gehen dafür sehr schnell. Ich habe also drei Ideen, die ich gerne loswerden würde. Und ich hoffe, ihr kauft die dann alle. Die erste Idee, die ich habe, sie heißt Funny Sun. Funny Sun. Es ist ja so, die Sonne ist eine Todesgefahr. Viele Leute sterben an Hautkrebs. Viele Millionen Menschen. Und wir kennen das ja alle, wenn man an den Strand geht und man will sich schützen vor der Sonne, muss man sich mit Sonnencreme eincremen. Das ist aber lästig, es macht keinen Spaß. Man muss sich eincremen die ganze Zeit, man muss seine Kinder eincremen, die flutschen einem durch die Finger und fallen hin und sind verletzt. Und dann muss man sich den Rücken eincremen und dann ist der aber eklig, weil man Pickel hat und Haare. Dann findet man keinen, der einen den Rücken eincremt, dann kriegt man fetten Sonnenbrand, stirbt entweder früher oder kriegt noch mehr Pickel und Haare. Es ist schlimm. Ich habe die ultimative Lösung für alle Leute, die gerne an den Strand gehen möchten, sicher die Sonne genießen wollen. Deswegen der Name Funny Sun. Wir machen Folgendes mit meiner Firma. Wir kaufen ganz viele Bräunungsanlagen. Ihr kennt ja alle diese Kabinen, wo man sich bräunen lassen kann. Da stellt man sich so rein und dann wird man vollgespritzt mit so Bräunungscreme. Und dann hinterher ist man, also man sieht dann aus wie ein Spanier, obwohl man Isländer ist oder so. Wir kaufen die auf und stellen die an die Strandpromenaden. Und dann kann man da 2-3 Euro reinschmeißen. Und jetzt kommt der Clou. In diesen Dingern ist Sonnenmilch. Es gibt ja auch diese flüssige Sonnenmilch. Da stellt man sich rein. Zip, kann man den Stärkegrad auswählen. 50 Solarprotektion oder 10, je nachdem, wie mutig man ist. Dann wird man voll gespratzt damit. Von allen Seiten. Und dann geht man raus. Und man ist safe. Man muss sich um nichts mehr Sorgen machen. Kein Wühlen mehr in der Tasche nach der Sonnencreme. Irgendwie nicht mehr die doofen Kinder, die weglaufen, eincremen, sich selbst nicht mehr. Es ist die perfekte Lösung. Und alle Leute wollen an den Strand gehen. Man stellt die da einmal auf, kauft die Dinge einmal und man ist sehr schnell sehr reich. Das ist meine erste Idee, das ist Funny Sun. Kann ich dazu mal was sagen? Bitte. Ja. Also ich finde das echt schlecht, wenn Gründer nicht gut vorbereitet sind. Ja, das glaube ich. Exakt diese Idee
wurde bereits in Shark Tank unserer Schwester in den USA gepitcht. Das ist schade. Jetzt warum machst du denn nicht deine Hausaufgaben? Du musst doch vorher schon wissen, wer wo was gepitcht hat. Da hast du recht. Und vor allen Dingen ist auch bekannt, dass das ganze Ding getankt ist. Es hat nicht funktioniert. Und das ist ganz klar dokumentiert. Das ist schade. Nils, was ist das? Das ist nicht schlimm. Die zweite Idee hat mit Sicherheit noch nie jemand gehabt. Bevor du damit anfängst, möchte ich die Zuschauer auch nochmal ermuntern, dazu ermuntern, hier gut zuzuhören. Denn wir werden ja hier einige Ideen pitchen lassen. Und zum Schluss dürft ihr abstimmen, wer denn die beste Idee hatte von euch. Wir geben quasi nur so ein paar Tipps. Habt ihr noch, bevor du mit der zweiten Idee anfängst, noch was zu dem ersten Ding zu sagen? Funny Sun? Der Name ist gut. Also ja, ich hätte es vielleicht für den deutschen Markt als irgendwie die braune Kammer oder so vielleicht mal vorgeschlagen, was vielleicht in Deutschland besser funktionieren könnte. Es gibt wenig Strände. Als Funny Sun. vielleicht müsste man da auch an die Strände tatsächlich ran und da vielleicht erstmal mehr Strände schaffen, um einfach den Bedarf zu erhöhen in Deutschland. Hm. Donny, was denkst du? Ja, Herr Bumboff. Also meine Frage ist erstmal, wo ist Ihr Design, wo ist Ihr Logo, wo ist Ihr Businessplan, wo sind die Zahlen? Das ist für mich ein witziger Name, eine relativ, ich würde mal sagen, amateurhafte Präsentation. Es ist vielleicht ein bisschen charmant, gut, das gebe ich zu, da waren wir alle am Anfang mal, ne? Aber es müssen natürlich auf Fakten und Zahlen kommen. Ja? Und ich sehe hier im Endeffekt nichts, wo ich sagen kann, da sehe ich Potenzial, dass das wächst und von daher bin ich raus. Aber ich glaube, das kommt jetzt bei der zweiten Idee. Ne? Ja, achso, die zweite Idee, die heißt Bumsen jetzt. So, das klingt jetzt erstmal ein bisschen schmuddelig vielleicht, aber das ist auch gut so, denn es ist eine App, es ist eine Art Dating-App, die Menschen zusammenführt. Viele kennen ja auch so Dating-Apps wie zum Beispiel Tinder. Tinder ist irgendwie so ein man weiß nichts Halbes und nichts Ganzes. So einige machen das, weil sie wirklich Sex wollen, andere machen das, weil sie eine Beziehung suchen. Das führt zu großen Enttäuschungen. Es ist überhaupt nicht im Vorfeld klar, was passiert. Leute stecken da unglaublich viel Zeit und Mühe rein, chatten miteinander, lernen sich kennen, denn beim dritten Date merken sie, der eine will nur bumsen und der andere will heiraten und so. Es ist alles nichts. Ich habe eine neue App gegründet, sie heißt Bumsen jetzt. Sie basiert darauf, dass Menschen bumsen wollen. Sie suchen explizite Erotik und sie suchen einen zweiten Faktor, Gamification. Also Gamification und explizite Erotik. Kurz ist das G. Wie war der Name? Gamification und explizite Erotik. Kurz G, gab es noch nie diesen Namen. Und ich habe da auch ein paar Bilder vorbereitet, um mal das Prinzip sozusagen zu erklären. Kann ich vielleicht mal meine Bilder sehen, die ich selber gebaut habe? Hier sieht man zum Beispiel die App. Es ist so, sie werden zusammengewürfelt mit einem Sexualpartner. Und wenn man dann zusammenkommt und man bumst, dann kann man hinterher den Bums bestätigen und eine Wertung abgeben. Und das ist ganz wichtig. Also man trifft sich und bumst und dann sagt man, okay, das ist ein 5-Sterne-Bums oder ein 1-Sterne-Bums. Und das ist auch wichtig, das Handy checkt also die Position, also man muss schon auch nebeneinander sein. Man kann nicht einfach wahllos Bumse verteilen, wo das gar nicht stattgefunden hat. Man muss das an Ort und Stelle machen und das trackt natürlich das Telefon. Ich habe noch mehr Grafiken, kann ich noch mal bitte meine zweite Grafik sehen? Genau, das ist mir ganz wichtig. Jetzt kommen wir zum Thema Gamification. Es ist so, dass man sich Territorien erbumsen kann. wenn man viel und erfolgreich bumst, dann ist es so, dass man ein Territorium für sich einnehmen kann und dann darf man dem auch einen Namen geben. Sie sehen zum Beispiel oben, Bumsland ist jetzt mein Territorium, Pimmelhausen hole ich mir nächste Woche. Das handelt noch. Und das ist eben auch dieser Antrieb, nicht nur der animalische Antrieb zu bumsen, sondern eben auch zu sagen so, ey, ich möchte mein Territorium, ich möchte Alpha sein. Viele Leute wollen ja Alpha sein und da können sie das eben machen. Und das schaffen sie aber nur, wenn sie viel und erfolgreich bumsen und auch bewertet werden. Ich habe noch eine dritte Grafik, können wir die auch noch mal ganz kurz sehen? Aber ganz schnell, du hast ganz schnell Zeit. Ich gehe super schnell. Dritte Grafik noch bitte eben schnell. Genau, das ist halt das Rating und da sieht man, die Leute werden ja alle bewertet. Und man kann natürlich dann in seinem Umkreis, jetzt sind das hier 5 Kilometer, kann man zum Beispiel sagen, ich möchte die besten Leute, die Alpha-Bumser in meinem Territorium auflisten. Und dann kann ich gezielt die Leute anschreiben, von denen ich weiß, dass die Qualität nachgewiesen haben. Weil das große Problem, seien wir doch ehrlich, wir waren alle Jungen, haben Alkohol getrunken und haben rumgebumst. Und es war immer scheiße. Es war immer scheiße, meistens lag es an mir, aber auch manchmal an anderen Leuten. Und wenn ich vorher gewusst hätte, mit wem ich mich einlasse, ob das ein guter Bums ist oder nicht, dann hätte ich das steuern können. So. Also ich würde direkt mal einfach sagen, dass das ein Applaus wert ist. Ich glaube, dieser junge Mann hat dann doch in der zweiten Präsentation bewiesen, ich muss auch meine Meinung jetzt revidieren, dass da doch deutlicher unternehmerisches Talent erkennbar ist. Also ich müsste eventuell mal gucken, ob ich da nicht für Leute einsteige. Wie seht ihr das? Ich finde, es kombiniert zwei Dinge. Es trifft ein bisschen den Zeitgeist. Also ich glaube, vor 15, 20 Jahren wäre das noch irgendwie als asozial angesehen worden und man hätte gedacht, oh Gott.
Heutzutage sind wir davon eh nicht mehr so weit entfernt. Und es kombiniert eine Idee, die man vor allem bei Backpacking-Touristen findet, dass man nämlich Sexpartner verortet. Ich habe früher beim Travel and Work immer Leute kennengelernt, die so eine Weltkarte hatten. Mhm. Und dann haben sie so Stecknadeln reingemacht in die Länder mit Frauen, von denen sie was hatten. Ich hatte da auch mal überlegt, aber dann habe ich gemerkt, dass ich nie nach Afrika komme. Und die zwei, die man auf dem Kiez kennenlernt, die zählen natürlich nicht. Deswegen, und auch Kanada, da sind weite Teile, die da frei bleiben. Aber ich finde, dass es diese beiden Ideen ganz gut kombiniert und könnte mir da durchaus vorstellen, zumindest Nutzer dieser App zu sein. Frank. Hm. Also die Präsentation ist deutlich besser als die erste, weil du hast wenigstens schon mal Mockups gemacht und ich finde auch, das ist irgendwie local und social. Absolut. Und das bringt eine Menge der Megatrends hier in einer App zusammen. Danke. Es bedient ein Grundbedürfnis. Ja, von da ist auch immer wieder, sag ich mal, das Engagement wird da sein, weil die Leute haben dieses Grundbedürfnis. Und von daher muss ich sagen, wirklich, die Performance-Steigerung, die du hier zeigst, vom ersten zum zweiten Pitch, ist einfach wirklich eindrucksvoll. Vielen Dank. Das bedeutet mir was. Ich finde gerade diese Lokal-Variante auch wirklich sehr spannend. Ich glaube aber, dass diese ganze Bewertungssache und wer der bessere Tinderer, ich glaube, beim Tinder selbst ist so ein Algorithmus, der das sowieso schon erkennt, dass die geilen Stecher werden dann zu den geilen Frauen weitergeleitet und die wahrscheinlich viel miteinander kommunizieren oder auch nach dem ersten Treffen noch kommunizieren, die werden dann auch höher gerankt. Das heißt, ich glaube, diese Idee ist schon in Tinder verpackt, aber das weiß ich jetzt nicht und ja, Nils, das weißt du auch nicht, aber ich weiß, dass das jetzt dein Pitch war. Mhm. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Aber will denn jetzt einer kaufen, oder? Wir besprechen quasi einfach nur die Ideen. Zum Schluss bestimmt der Zuschauer, wo wir unsere 22 Euro reinstecken. Wir können da gerne privat nach der Sendung. Ach, der Zuschauer bestimmt dann, wer... Genau, wer am besten gepitcht hat. Und deswegen vielen Dank dir. Und wir begrüßen jetzt als zweites Simon Kretschmer. Okay. Etienne Gardet. Jetzt kurz. Ich muss jetzt hier beim Thelen pitchen. Ja, ganz kurz. Ja. Nee, verkauf einfach 20 Millionen Bitcoins, alles gut. Ja? Mhm. 1 Million lassen wir noch um. Tim, wir sind hier live, ne? Ja, tut mir leid, es war gerade noch geschäftlich. Kein Problem. Mhm. Guten Tag, ich freue mich sehr, hier meine Idee präsentieren zu dürfen. Ich habe auch eben mitverfolgt, was mein Kollege Herr Bohmhoff interessanterweise dargestellt hat. Ich habe eine ähnliche Idee, nur was mir gefehlt hat, ich will jetzt nicht Ihre Aufgabe übernehmen, ist, wie will er Geld verdienen? Wir sind doch letztendlich alle nicht zum Spaß hier. Und wer bumst, gibt weniger Geld aus. Wir bleiben thematisch beim Bumsen offensichtlich. Zwei Kreise für Sie. Mhm. Eins. Zwei. Der große Kreis ist das Bedürfnis. Der kleine Kreis ist der Bedarf. Das hier ist das, was die Menschen glauben, was sie haben müssen. Das Bedürfnis. Aber das ist nicht unbedingt das Gleiche wie der Bedarf, das, was sie wirklich wissen müssen. Bei meiner Idee handelt es sich um ein Social Network. Es heißt... The Book. The Book ist im Prinzip das, weshalb es eigentlich Social Networks gibt. Nur der Kollege, ich nenne ihn mal Kollege, Facebook macht es natürlich völlig falsch. Nicht nur ein wirtschaftliches Desaster, sondern auch inhaltlich höchst fragwürdig. Bei The Book haben wir das Social Network, das wir brauchen. Was wird bewertet im Internet? Ärzte. Schulen. Sexualpartner. Aber was wir wirklich wissen wollen, ist doch, wie werden wir bewertet als Person? Wie bin ich gemessen an allen anderen? The Book liefert genau das. Ein Portal, bei dem, und jetzt kommt es, nur Frauen ihre Ex-Partner bewerten. Alle eure Ex-Freundinnen, Ex-Frauen haben eine Bewertung. Wie ist er in der Küche? Wie ist er im Bett? Wie ist er mit den Kindern?
Ist er fleißig? Ist er faul? All diese wichtigen Faktoren werden bewertet und gesammelt. Aber, und jetzt kommt der Clou, sie sind nicht sichtbar für uns Männer. Es sei denn, wir zahlen. Für eine Gebühr von 5.000 Euro. Das ist eine 5 mit 3 Nullen. Für eine Gebühr von 5.000 Euro kann jeder Mann seine Akte, wenn man so will, in the book sich anzeigen lassen und sehen, was all die Frauen, mit denen er eine Vergangenheit hatte, über ihn abgestimmt haben. Und ich garantiere Ihnen allen, jeder sitzt jetzt hier und sagt, das ist mir egal. Aber noch heute Abend würden Sie zu Hause sitzen, Ihre Bitcoins verkaufen, 5.000 Euro überweisen, um zu wissen, wo Sie in dieser Welt wirklich stehen. Es ist... Das der Nukleus von dem, was wir wirklich wissen müssen. Alles klar. Dankeschön. Frank, ist das so? Müssen wir das wissen? Würden wir dafür zahlen? Was sagst du zu der Idee? Also tiefenpsychologisch sehr, sehr spannend. Ich frage mich noch, wie du genau an die Daten kommst. Also wie aktivierst du die Frauen, dass sie dann diese Bewertung abgeben? Na, ganz einfach über das Website-Portal, wie auch Ärzteportale, Yameda oder so, da werden ja auch Ärzte bewertet. Man kann quasi einfach aufmachen, Samuel Schmidt und dann... Und du hast dann schon jeden Mann, den es so gibt hier in Deutschland, erfasst. Den kann man selber aufmachen. Also selber anlegen? Kann man selber anlegen, genau. Okay, das heißt, da legt dann jemand den Frank Thelen an und dann bewertet er den. Aber bei den Ärztenportalen und so, Yameda, ist sehr, sehr schwierig, diese Bewertung zu bekommen. Wieso? Damit hast du dich nicht befasst anscheinend, was die Herausforderungen dieser Plattform sind. Und für mich ist halt extrem wichtig, dass Gründer vorbereitet sind, dass sie ihren Markt kennen, dass sie tief Verständnis davon haben. Außerdem, warum nimmst du nicht Euros, auch Bitcoins? Da war kein Bitcoin-Preis, bei dir kann man auch in dieser Oldschool-Währung Euro bezahlen. Insgesamt finde ich das schwach. Entschuldige Frank, wenn ich dich da mal doch direkt unterbrechen darf. Also klar, man muss vorbereitet sein, aber ich finde bei einer so guten Idee, also ich muss sie ganz ehrlich sagen, ich finde sie sehr sympathisch, ich finde sie haben das toll vorgetragen und ich finde ihre Idee Moment, ganz kurz. Hat absolutes Potenzial. Ja klar, Business ist Business, müssen ganz, sie rangehen, natürlich ist ganz wichtig. Nee, warte mal ganz kurz, ja. Ich rufe dich gleich zurück. Genau. Und ich finde, Ihre Idee hat sehr viel Potenzial. Und ich finde, dann muss man auch manchmal einfach mit dem Herzen gehen, lieber Frank. Ja. Nicht nur die Zahlen sehen, nicht nur, wie kann man das skalieren, wie kann man das in Geld ummünzen, sondern auch mit dem Herzen gehen und einfach die Idee einfach sagen, das ist gut. Und mit meinem Vertriebsnetzwerk, Herr Gade, mit meinem Vertriebsnetzwerk und bei mir auf dem Shopping-Kanal, ich sehe das unbedingt, also ich sehe das sofort, ich kann das bei mir platzieren, da können wir richtig Geld machen und ich kann jetzt schon mal Interesse ankündigen. Heucheln, genau. Wir hängen leider so ein bisschen, Andreas. Ich weiß, das ist eine gute Idee, weil die ganzen Hausfrauen, die hier die Shopping-Kanäle gucken, ich glaube, die haben da einiges einzutragen. Also, wenn ich noch eine Sache sagen darf, weil Sie mich gerade harsch kritisiert haben, vielleicht auch unter der Gürtellinie, das kann jeder selber beurteilen. Das ist die letzte Aussage, bitteschön. Dann sage ich nichts mehr. Mhm. Eine Ente legt ihr Ei, heimlich und zurückgezogen. Ein Huhn wackelt mit den Flügeln und gackert dabei. Ja. Vielen Dank, Herr Gade. Das war gut. Hühnereier werden gegessen. Vielen Dank, Etienne Gade. Und wir begrüßen als nächstes Simon Kretschmer. Simon, jawohl, kommt auch. Das fällt auch keinem auf, ja. Ja, ich rufe sie zurück. Welche Farbe findet Limbo? Beide. Kommt ihr die ganzen Nokia-Telefone her? Ist das nicht trendy gerade? Ja, Simon, was? Achso, es geht schon los. Simon ist schon drin. Die Zeit läuft ab jetzt. Deswegen ist er gut vorbereitet und hat vorgemalt. Ist mir jetzt schon sympathisch. Mal gucken, was uns sympathisch. Herr Thelen. Wie Sie sehen, bin ich offensichtlich der Einzige, der sich vorbereitet hat und der keinen Quatsch vorbereitet hat. Ich habe echte gute Ideen für Sie. Die werden Sie begeistern. Haben Sie ein Telefon? Schon mal das Wichtigste. Die wichtigste Frage. Haben Sie zufällig ein Telefon? Ich weiß nicht, sehr viele. Sie haben ein Telefon. Auf jeden Fall. Das ist gut. Ich habe Nachforschung betrieben bis zu
ich sag mal so, einer von 10 Leuten hat bereits ein Telefon. Und das Interessante daran ist, auf diesem Telefon sieht man Dinge, die für einen selbst gedacht waren. Bankkonto, SMSen, die E-Mails und. Noch und nöcher. So. Jetzt ist aber der Neid der Menschen so groß, dass die auf mein Handy gucken. Es werden immer mehr Menschen, man sitzt zusammen, dicht Getränke, der U-Bahn, irgendwo. Leute gucken auf dein Handy. Das will ich nicht. Deswegen gibt es die Inkognito-Handy-Schutzhülle. Das ist eine Folie, die auf das Handy kommt, die, das ist ein Querschnitt, den ich gemalt habe, die so angefriemelt sind, dass man die nur, und da kommen sie jetzt sicher schon selbst drauf, weil sie sind nämlich ein Genie, das weiß ich, die nur von einer Perspektive aus zu sehen sind. Also von meiner. Wenn sie da drauf gucken, sehen sie nichts. Die Idee erklärt sich von alleine. Deswegen habe ich noch eine. Oder wollen Sie direkt schon kaufen? Also ich muss sagen, das ist gar nicht so blöd. Ja, natürlich nicht, weil ich der Einzige bin, der sich hier wirklich eine Gedanken gemacht hat. Bumsen, also. Ich bin übrigens, Sie kennen mich vielleicht von der Bumsen-Jetzt-App. Ich war der mit den 5 Sternen. Also, ob das eine gute Idee ist, ein anderes Thema. Aber ist das ein anderes Thema? Ist das schon oder nicht? Nein, ich habe gegoogelt. Eine Minute vorher habe ich eben noch gegoogelt. Also, gibt es nicht. Gibt es nämlich natürlich, wie wir die alle kennen, für Notebooks. Und das macht ja auch Sinn. Und die sind genau. Notebook, Schmotebook. Ja. Ist ja gut. Jetzt kommt die neue Generation, finde ich gut. Das heißt, Fujifilm produziert diese Folien und die kann man da auch ganz einfach lizenzieren. Und da machst du ein schönes B2C-Produkt draus und schneidest die aus für das iPhone, was auch immer, und Samsung. Finde ich keine blöde Idee. Was meinen Sie mit B2C, also Business, Do Business? Da bin ich jetzt leider nicht informiert. Was genau, was bedeutet diese Abwechslung? Do Business, da der Consumer, verkaufst du. Ah. Machst du Geld. Aber das gibt's doch schon, oder nicht? Nein, das gibt's nicht. Jetzt hör doch mal auf, Lars. ich muss ja Geld investieren. Nein, das war ich noch nicht in der Sache. Das Ganze ist noch geiler. Da steht Pitch Ende. Das akzeptiere ich nicht. Ich habe noch einen. Okay. Die Handys werden ja immer größer. Und irgendwann kann man dann einfach die Laptop-Folien nehmen. Verstehen Sie, ist genial. Man muss noch nicht mal die Folien kleinschneiden. Also das ist schon ein verrückter Kauz, ne? Aber der gefällt mir, muss ich sagen. Der ist so ein bisschen verrückt, aber der gefällt mir. Donny, Augen! Hier! Achtung, ich habe noch eine. Weiter. Weil ich nämlich weiß, dass Sie so ein kleiner Bitcoin-Fanatiker sind, habe ich hier was für Sie. Proof of Pizza. Sagt jetzt erstmal außer Ihnen wahrscheinlich nichts. Das ist ein Wortspiel von Proof of Work und Proof of Stake. Das ist ein Fachtermini aus der Kryptoszene, die hier nicht weiter diskutiert werden müssen. Ja. Und an dieser Stelle. Achtung, das ist eine Transferplattform. Da steht's. Von Krypto zu Pizza. Das heißt, ich habe irgendwelche Shitcoins, die will ich loswerden, weil die sind kacke. Und dann kann ich die über diese Plattform. Ne? Und dann kriege ich dafür eine Pizza. Bestenfalls sieht die dann auch noch aus wie ein Bitcoin oder ist mit Bitcoins belegt. Ist ja egal. Aber auf jeden Fall ist es thematisch angehaucht. Ich bin sofort fertig. Und natürlich der Pizzahersteller, weil der hat ja gar keinen Bock drauf, der will keine Krypto-Scheiße, der kriegt echtes Geld, ne? Tada, bums! Geil! Also eine richtig geile Pizza heißt Litza und ist Low Carb, deswegen wäre es besser noch Proof of Litza natürlich, an der Stelle. Natürlich. Weil wer will noch eine Pizza? Litza. Litza. Viel genau. Besser. Er ist lernfähig. Jetzt kennt jeder. Und, ja. Ja, das ist die Zukunft der Pizza. Das Problem ist nur, was ich bin dann nicht so schnell. Wo der kriegt, also du nimmst den Shitcoin, der gerade fällt. Ja, also genau, der fällt. Und will jetzt Pizza haben. Aber der Litzer, der bekommt ja echte Euros. Wer kriegt den Shitcoin? Naja, der wird einfach an irgendwelche anderen Vollidioten auf irgendwelchen Börsen verkauft. Die denken, sie werden damit irgendwann reich. So wie halt alle Altcoins. An weiße Kinder verteilt. Ich dachte so, sagen wir mal, ich habe diesen Shitcoin, ja, ich habe jetzt einen Duschcoin. Ja? Der ist, übrigens könnte man dann, der Duschcoin würde zum Beispiel dann die Hotdog-Pizza sein. Also Litza. Super genial. Litza. Ja. Ich habe also den Duschcoin und der ist bei 20 Satoshis. Und dann bestelle ich und bis der gebacken ist, ist der Duschcoin gefallen auf 15 Satoshis. Kann ja passieren. Dann muss man halt dann als Pizza Hersteller bei den Zutaten sparen. Entsprechend der Kryptowährung wird an den Zutaten gespart. Da ist dann vielleicht nur so ein kleines Hotdog-Würstchen drauf. Ja, Pech gehabt. Hättest du halt ein bisschen früher, du Arsch. Hättest ein bisschen früher bestellen müssen. Aber wenn Sie verstehen, was ich meine. Kann man nicht die Duschcoins auch einfach in eine Duschbag tun, tatsächlich, um die auch zu transportieren, statt des Wallets? Wäre das nicht auch eine Option, statt einer Pizza? Das können wir machen. Ich habe nichts verstanden, aber ja. Ja, frag vielleicht noch allerletzte Worte zu den Kandidaten. Ist es generell vom Typ her jemand, wo du investieren würdest?
Er trägt sehr energetisch, aber leider inkompetent vor, von daher... Er ist ein verrückter Kauz, oder? Ich Apropos Inkompetenz. Wir haben ja noch einen letzten Kandidaten. Simon, vielen Dank für diesen Pitch. Wir haben jetzt die zwei Dinger vollgeschrieben. Genau, wir müssen ein bisschen hier Druck machen. Der Chat wird gleich abstimmen können. Vorher wollen wir natürlich noch wissen, was Budi für uns dabei hat. Oh. Hallo? Hallo? Funke ist aus. Funke ist in 3, 2. Bisher hat er nur gesagt, hallo an alle. Ja. Und hallo, jetzt Herr sagt Link, er folgendes, natürlich wieder nicht was ist deine Idee? Vielleicht hätte ja jemand mal hier eine Idee für Guten Tag, Herr Paulsen, guten Tag, Herr Lynch, guten Tag, Herr O'Sullivan, moine Thelen. Fehler gehören zum Leben dazu, das wissen wir alle. Und es gibt meistens eine, mindestens zwei Personen, die uns explizit in unserer Erziehung darauf hingewiesen haben. Unsere Eltern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Sie mindestens eine Mutter hatten. Was ich heute mitgebracht habe, ist keine unglaubliche Vorbereitung. Ich habe keine Mockups gemacht. Ich brauche auch das hier nicht, denn das, worüber ich heute rede, ist etwas Emotionales. Ein Grundbedürfnis von uns Menschen, gerade in der digitalen Zeit, wo wir uns eigentlich zurücksehen zu etwas, was wir alle kennen und was unsere Sinne im wahrsten Sinne des Wortes bespielt und fördert. Ich bringe Ihnen heute das Airbnb der Gastronomie, deine Mutter. Ein relativ leichtes Konzept, das wird tatsächlich auch immer wieder ausprobiert. Es gibt ein Restaurant, was gerade relativ hipster-esque in Amerika, in Staten Island, gepusht wird. Inotaka Maria heißt das Ganze. Dort sind Großmütter, die zusammen geschustert wurden und sie kochen tatsächlich das Rezept. Aber dabei bleibt es nicht bei dem Konzept des Konkurrenten, wenn man so möchte, sondern es gibt eine feste Karte, italienische Küche, und der Rest wird tatsächlich aufgefüllt von anderen Müttern. Nun habe ich mir das ganze Konzept schon vorher überlegt, aber nie durchgesetzt. Ich glaube aber dennoch, dass dieses Konzept ein relativ zeitloses Konzept ist und explizit in die Bundesrepublik Deutschland passt. Relativ einfach. Wir haben uns dann ganz kurz informiert und uns die Erwerbstätigenquote angeguckt, und zwar aus dem Jahre 1991 bis 2016. Es ist inzwischen so, dass die Frauenerwerbstätigenquote gestiegen ist von 1991 von 57,4% auf 2016 67,9%. Das heißt, es ist gar nicht schlecht, und dort wurden angenommen Frauen im Alter von 15 bis 64 Jahren, also im erwerbstätigen Alter. Kommt zum Punkt. Relativ einfach, es gibt ein Restaurant. Es ist eine Marke, ein Franchise, was aufgebaut wird. Erstmal in den Großzentren. Es werden Frauen, Mütter, gerne auch Großmütter eingestellt, die das Essen zubereiten. Über eine App kann man sich anmelden. Es ist etwas Verbindliches. Männer sind nicht erlaubt, ganz kurz? Männer sind im ersten Schritt nicht erlaubt, nein, tatsächlich nicht. Es geht nämlich explizit um eine berufstätige Gruppe, die aktuell mehr oder weniger verloren ist. Wir setzen hier ein soziales Experiment. Es geht nicht darum, die 1% erreichen irgendwie zu finanzieren, sondern die Mittelschicht zu stärken. Das Essen, was dort zubereitet wird, muss nicht gerade top-notch, bio etc. sein. Nein, auf gar keinen Fall. Deine Mutter bietet Essen von deiner Mutter. Wo gehen alle Leute hin? Wo gehen alle Leute rein? Was ist lecker? Das Ganze ist aufgesetzt in verschiedene Phasen. Es gibt ein Testobjekt. Wir leben im digitalen Zeitalter. Natürlich, Foodboom, weltweit explodiert ein Foodboom. Was nach wie vor fehlt, sind authentische Charaktere. Wen gibt es authentischer als deine Mutter? Hammer! Und so starten wir. Phase 1, ein Restaurant, ein Franchise wird gegründet, das Ganze wird über die App gesteuert, man meldet sich an. Später, das Airbnb der Gastronomie, wird das Ganze erweitert durch ein klares, festgesetztes Regelsystem. Es gibt Mitarbeiter, die prüfen die tatsächlichen Räume von Privatpersonen, und dort kann gekocht werden und dort kann gegessen werden. Dankeschön. Okay. Ja, vielen Dank. Wow. Was ist dein erster Eindruck? Es ist diskriminierend, weil mein Vater kann auch gut kochen. Und das ist einfach, ich weiß nicht, da bin ich unsicher. Ja, das ist mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen, das mit diesem Vater-Mutter-Ding. Also warum nicht auch Männer? Also, es gibt ja auch dann Männer, die ihre Kinder dann großziehen und in der Zeit nicht arbeiten können. Also könnte man das nicht erweitern? Wärst du da offen für, oder sagst du, nein, auf keinen Fall Männer? Ich bin natürlich offen dafür, aber dadurch, dass es wirklich um ein soziales, kein Experiment. Es geht wirklich um Geld verdienen. Wir wollen Geld verdienen. Wir wollen auch den Mitarbeitern gutes Geld zahlen. Es werden nicht nur Frauen eingestellt, aber wir gucken auf die erwerbstätigen Quote. Es gibt da draußen in der Bundesrepublik Deutschland einfach unglaublich viele Frauen, die keine Chance mehr haben, erwerbstätig zu sein oder erwerbstätig in diesem ganzen großen Kosmos gerade zu werden. Also warum nicht im ersten Schritt eine Anpassung dessen anzupassen? Außerdem gibt es die meisten Wortwitze und Slogans mit deiner Mutter einfach besser als dein Vater. Das stimmt, ja. Donny?
Ja, also marketingmäßig ist das natürlich eine starke Nummer, ne? Also deine Mutter, das kann natürlich, das ist schlagfertig, das kannst du, das sehe ich an Stickern, ne? Also ich sehe das in Stickern. Heute waren 4.333 Leute in deiner Mutter. Genau, drinnen, genau, vor allem. Das sehe ich tatsächlich, also ja, du hast ja, oder sie, ich duze sie jetzt einfach mal, wenn das in Ordnung ist, du, Budi. Wir haben ja jetzt auch alle gerade ein bisschen gelacht, eben wegen diesem Wortwitz. Ne? Also es war, jetzt muss ich auch betonen, kein Auslachen dieser Präsentation, sondern klingt natürlich lustig, wenn man sagt, ich war in ihrer Mutter drin. Ne? Mhm. Das sehe ich natürlich als Gefahr. Und da glaube ich, ist es nur marketingmäßig nicht durchdacht. Weil dann hat man schnell einen sogenannten Shitstorm am Hals. Wie siehst du das, Andreas? Die initialen Kosten würden sich auf ungefähr 250.000 Euro beziehen. 100.000 Euro würde ich tatsächlich erstmal in einem kleinen Startup reinsetzen. Eine Menge Geld geht tatsächlich in eine langfristige Bezahlung des Personals, weil es Mütter sind. 250.000 Dazu kommen noch ein Live-Setup etc., weil wir natürlich in den Foodbomb mit hinein integrieren. Das heißt, ein Media-Setup ist ebenfalls mit drin. Plus eine rudimentäre, aber festgelegte App-Entwicklung. Ach so, ich hatte ein Budget von 73 Euro heute dabei, deswegen bin ich raus. Also bei dem, lacht der Gründer. Bei dem Thema Airbnb für Gastronomie fällt uns natürlich auch andere Kollegen ein, die das schon probiert haben, Chef One zum Beispiel. Andererseits, was mich interessiert, wie erreichst du denn diese alten Frauen? Kriegst du die wirklich in die neuen Medien rein? Meine Mutter ist sowas von die erste Mitarbeiterin. Sowas wird sich rumsprechen. Wenn es da draußen Mütter gibt, von erwerbstätigen Männern, Frauen, ist vollkommen irrelevant. Und sie wissen einfach, meine Mutter hat Lust zu arbeiten. Sie will arbeiten, aber sie hat einfach Schwierigkeiten. Dann wird sich das herumsprechen. Plus, es gibt einfach gutes Essen. Ein Grundbedürfnis, zwei Grundbedürfnisse werden dadurch geklärt. Alles. Und das ist etwas, was sich herumspricht. Okay. Worüber eine New York Times reden würde. Frank, du hast auch ein paar Zahlen jetzt gehört. Kannst du zu denen was sagen? Sind die realistisch oder steckt da gar nichts dahinter? Also ich muss sagen, die Zahlen hören sich sehr gut an, sehr kompetent vorgetragen. Das ist jetzt ja ein Social Entrepreneur, den wir uns vorhaben. Er will also auch Gutes tun mit seinem Startup. Ich muss sagen, mein Vater kocht auch gut, deswegen das ist einfach schwierig. Und er ist ja sehr stark auf die Mütter fokussiert. Und das Budget mit 250.000 Euro, das ist natürlich auch sehr hoch. Da wurde nicht konkret vorgetragen, wie sieht die App aus, wie sieht der langfristige deine Mutter Markenaufbau aus. Da blinkt die ganze Zeit so ein rotes Ding. Ja, genau, das wollten wir nur noch zu Ende sagen. Nutzen die wirklich eine App? Also ich meine, meine Mutter ist halt... Nee, deine Mutter doch nicht. Deine Mutter, die kocht doch. Der Consumer, der nutzt die App. Die nutzen eben. Die App nur. Genau. Die haben nicht mal deine Idee verstanden. Das ist inkompetente Investoren neben mir. Aber also, vielleicht. Also, ich habe schon Startups gegründet, da waren sie noch, aber da sind sie noch Skateboard gefahren im Rheinland. Aber letztendlich entscheidet sowieso der Zuschauer, ihr da draußen, wessen Idee denn heute am pfiffigsten war, wessen Idee denn am besten war. Und das tut ihr mit folgendem Befehl. Ausrufezeichen NDA Budi, wenn deine Mutter-Idee so gut war. Ausrufezeichen NDA Eddie, wenn die Nummer mit der Ex-Freundin euch am besten gefallen hat. Ausrufezeichen NDA Simon, das war unter anderem die Bitcoin-Litzer-Idee. Und Nils, Ausrufezeichen NDA Nils, das war die Sonnencreme. Und was war noch? Bumsen jetzt. Bumsen jetzt. Und Bumsen jetzt. Jetzt wird erstmal gebumst. Genau, wir haben dazu ein wenig Zeit, denn wir gehen in die Werbung. Nachher gibt es hier noch tolle Musik von Phantasmagoria. Und jetzt bedanken wir uns erstmal ernsthaft. Cool, dass du da warst, Frank. Ich hoffe, du kommst nochmal wieder. Und du kannst natürlich gleich auch nochmal ein letztes Wort dazu sagen, wenn wir wissen, wer der Sieger ist. Jetzt machen wir kurz Werbung, die Neue Deutsche Schelle. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hashtag NDA auf Twitter. Bis gleich. Ich investiere in deine Mutter. Ich investiere in Bumsen. Ich investiere in deine Mutter. Ich investiere in irgendwas mit Bitcoin Pizza. Ich investiere wobidobido in the book. Ich investiere in deine Ex-Freundin, in Bumsen, in deine Mutter. Und ich investiere mit Bitcoin. So mache ich das. Oh, yeah. Ich investiere mit Bitcoin, denn so mache ich das. Langsam sind wir am Ende.
mit der NDR-Show. Jetzt gibt's noch ein bisschen richtig nice Musik. Und es gibt die Auflösung, wer die Investmentkohle kriegt. Ist es Booty? Ist es Nils? Ist es Simon? Ist es Eddie? Und kauft er sich von dem Geld vielleicht einen kleinen Teddy? Die Neudeutsche Abendunterhaltung ist das. Andi Strauß und Pogo waren das. Und wir sind hier immer noch mit Frank Thelen. Hier sehen wir nochmal die Gründer, die hier pitchen wollten und gepitcht haben. Und ihr durftet abstimmen, liebe Zuschauer da draußen. Wer hatte die beste Idee? Und wir sind jetzt natürlich alle ganz gespannt, wer hier gewonnen hat. Es hat gewonnen Budis Idee. Okay. Frank, letzte Worte nochmal zu Budis Idee. Sagst du, das wird the next big thing? Was war denn mal? Ich habe auch gerade mal überlegen müssen. Was deine Mutter. Also, der Brand Deine Mutter ist großartig. Wir müssen da aber die Gleichstellung sprechen. Da war er offen für. Von daher, wenn Vater und Mutter wieder an Herd dürfen und damit eine gute Sache machen. 250.000 Euro ist eine Menge Kohle, aber neben mir, da spüre ich, da sitzt das Geld locker. Der Bitcoin läuft. Von daher, herzlichen Glückwunsch. Wunderbar und vielen Dank. Also herzlichen Glückwunsch, Budi natürlich. Und vielen Dank, Frank, dass du da warst. Folgt diesem Mann auf Twitter, Frank Thelen. Dort findet ihr ihn. Kannst gerne mal wiederkommen, wenn du da noch Lust drauf hast. Jetzt sehen wir erstmal diese fantastische Frau. Phantasmagoria. Und mit ihrem wunderbaren Song Boof, Bang, Pow. Und danach nochmal ein kleines Ciao. Bis gleich. Warum sie meinen Namen nicht nennen? Das Bild, was sie heute von mir haben, wird ihren Rahmen sprengen. Denn so viel Potenzial kann man nicht in Schubladen zwängen. Auch wenn ihre Karrieren jetzt am seidenen Faden hängen. Es ging schon mit 8 richtig los. Damals gab's statt Marmelade für mich Moxis auf Toast. Heute ich die Toast in Frage und sag, wie macht sie das bloß? Dabei lehne ich mich nur zurück und hab ihren Schotzi im Schoß. Und ich gehe noch steiler und ich sehe die Neider. Na leider so, dass ich die Meinung hab, dass ich für sie und ihre Meinung keine Zeit hab. So gemein und vergleichbar, für dein Sein unerreichbar. Ja, und es ist besser, du bist einfach ein, dass deine Haterei mit Langkrise erreicht hat. Okay? Gelegentlich hege ich Aggression. Jemand mit meinem Talent versteht's aber, wer das schon? Bereits mein Vater blies sie weg mit seinem Saxophon. Schnapp mir für explosive Tracks ne Prise Aceton. Denn ich bin Boom! Phantasma Pow! Phantasma Bang! Phantasma Pow! Boom! Phantasma Pow! Phantasma Bang! Das ist die F-U-R-S-T-I-N. Bereit, die Clubs und Bars in Hamburg City abzubrennen. Und wenn's gelingt, kannst du das ruhig einen klugen Schachzug nennen. Im Showbiz wird man mich in Zukunft nur als Mammut kennen. 4 Wochen krank, doch gibt nix, was mich hält. Mit Übus und dem Beat regier ich halt vom Bett aus die Welt. Und ich wette, du bettelst um fettes Feature mit mir. Denn ich teach dich wie ein Son of a preacher man. Yeah, stell mich als Hardcore-Sprachrohr dem Papst vor. Phantasma aka Stieftochterminator. Phantasma Pow! Phantasma Bang! Phantasma Phantasma Pow! Phantasma Bang! Lasst uns singen! La 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 la. Und jetzt alle bitte la 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 la. Rudini! Pow! Phantasma Bang! Phantasma Pow! Bang Pow! Phantasma Pow! Phantasma Bang! Phantasma Wow! Boof Bang Pow! Phantasma? Immer etwas dicker!
Phantasmagoria, checkt diese fabelhafte Frau aus. Und wenn ihr es bis jetzt geschafft habt, diese Show anzuschauen und euch irgendeine der Ideen gefallen hat oder der Besuch von Frank Thelen gefallen hat, dann beendet den Vollbild-Modus und hinterlasst eine positive Bewertung. Tut das doch, bitteschön. Ja, eins muss man sagen, Frank Thelen hat wirklich heute die volle Dröhnung Rocket Beans TV bekommen. Er weiß jetzt wirklich ganz genau, wie wir ticken. Das beschreibt diesen Sender hier wirklich super, die vergangene Stunde. Vielen Dank, dass du da warst, Frank. Danke euch. Vielleicht kommst du mal wieder. Danke natürlich an Donny, dass du hier zur Seite gesprungen bist, die Hausband und unsere vier Bohnen, die hier wirklich ihr Herzblut reingesteckt haben in diese Ideen. Nächste Woche wird sehr verrückt. Das wird keine normale Show, sondern wir machen das Life Escape Game. Lars und ich sind in einem Raum eingesperrt und haben 60 Minuten Zeit, Rätsel zu lösen, unseren Gast freizuspielen. Wir wissen selbst noch nicht genau, was passiert. Es wird auf jeden Fall spektakulär. Das war NDR für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao.